Hallo und herzlich willkommen zu einem Sonderupdate hier aus dem Leraner Kreishaus für Samstag, den 23. Mai 2020. Wir haben insgesamt 112 Covid-19-Fälle im Landkreis Leer zu verzeichnen. Das sind 4 neue, die heute dazugekommen sind. Infiziert sind 13 Personen, genesen sind 96, verstorben sind leider 3 im Zuge der Pandemie. In Quarantäne befinden sich zurzeit 106 Personen. Dieser sprunghafte Anstieg hat mit einer Wiedereröffnung eines Restaurants hier im Landkreis Leer zu tun, der in Form einer geschlossenen Gesellschaft begangen wurde. Uns liegen Zeugenaussagen vor, die belegen könnten, dass dort Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten worden sind. Diesen Indizien werden wir jetzt nachgehen und das wird dann auch die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens nach sich ziehen. Insofern kann ich nochmal wieder nur appellieren, halten Sie sich an die Bestimmungen. Ich weiß, dass viele Restaurants sich sehr viel Mühe gegeben haben, hier wirklich die Hygienekonzepte der DEHOGA umzusetzen, damit die Gäste keinerlei Gefahr ausgesetzt sind und das sollte letztendlich auch befolgt werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir sehen uns dann am Montag wieder hier zum regulären Lageupdate aus dem Landkreis Leer. Bis dahin bleiben Sie gesund, Ihr Matthias Grothe.